willkommen zum Let's Multiplay Bowling. Hier bei, ich glaube, wir sind bei Gilde 44 in Othmarschen, Hamburg-Othmarschen, um genau zu sein. Wunderbare Bahn, wunderbare Anlage. Wir werfen uns gerade so ein bisschen warm noch und gucken wir mal, was der Let's Multiplay so beim Bowling kann oder auch nicht kann. Naja, in der Aufwärmphase sieht es noch nicht ganz gut aus. Ich muss auch gerade mal die Schuhe wechseln und ja, der Wind hat geweht und die Sonne stand schlecht und alles hat geblendet und naja, das war halt das Problem. Ne? Deswegen, jetzt kommt mal die richtigen Würfe hier. War das James Morrison, glaube ich, ne? Ja, der war nicht ganz im Schnitt drin, ne? Da war der Schnitt nicht gut genug. Das war so ein Schnitt, den ich davon. Das Licht war schlecht, die Schuhe rutschen und so, alles. Das sind jetzt die letzten drei Würfe. Der führende hat 121, ich habe 72. Ich glaube, wenn ich rechnen kann, da ist nichts mehr drin für mich. Doch, vielleicht auch. Nee. 102 kann ich noch. Naja, machen wir mal, das ist hier die Aufwärmrunde gewesen. Ich zeige noch, wie man einen Strike macht. Ja! Das war's, 81. Da der Let's Multiplay in diesem Spiel verloren hat, ist dieses Spiel ungültig. Ja, sieht's aus. Sammy hat gewonnen, 121. Sehr gut, Sammy. Alessia hat 64, Menschenskinder. Der Let's Multiplay hat 81 Punkte. Aber da Anja ja mit zu Let's Multiplay gehört, haben wir zusammen 186 Punkte. Mensch, Let's Multiplay hat gewonnen. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass die Handtasche perfekt zum Belag hier passt. Wie nennt sich das? Dekolleté? Nee, ich habe ein Handwerker-Dekolleté, ein Maler-Dekolleté, nee. Wie heißt das? Interieur. Die Handtaschenfarbe passt perfekt zum Interieur. Interieur, tolles Wort. Ja. Ah, guck mal, was jetzt klappt. Auf den anderen Bahnen spielen nur Profis. Die lachen uns auch aus, glaube ich. Glaube ich. Aber das darf keiner wissen. Hey! Ja, ich habe jemanden eingestellt, der für mich wirft. Das ist auch besser so. Wir es zwei stehen lassen. Ein Uhr. War es die doofen Kugeln? Die doofen, ja, das war eine Band. Moderne, man könnte das auch Kugelwurf nennen. Aber mach ich jetzt nicht. So. Wir brauchen dringend nochmal einen Strike, wenn ich meine, bei dem Video nachher immer meine Strikes mal reinschneiden kann. Bei jedem Wurf mache ich immer so einen bummen Strike. Das sieht immer so aus, als wenn ich immer nur Strikes gemacht hätte. So, ja, wie immer beim Laufen noch ein Video. Wir sind jetzt diesmal fertig. Ich hätte die Einladung habe ich, glaube ich, habe ich drin die Einladung. Ich schneide sie ja später. War sehr lustig, wie gesagt, haben die Punkte rückwärts gezählt, weil die wenigsten Punkte hat gewinnt.
Hat aber auch nicht so gut geklappt bei mir. Naja, irgendwie war heute nicht unser Tag, ne? Nein. Nein, nicht wirklich. Aber es macht ja nichts. Es war warm. Ja, stimmt. Es ist warm und die Sonne hat geblendet und es war windig. Und naja, dafür ist die Aussicht hier schön. Ich filme mich ja selber, deswegen filme ich da vorne die komischen Dinger da. Naja, wie gesagt, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr Vlogs wollt, Vlogs ist auch ein tolles Wort, dann lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar unten in den Kommentar stehen und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ne? Und dann läuft das. Jetzt müssen wir gucken, was wir Lola finden. Lola ist ein sehr tolles Auto. Ne? Und dann geht es wieder Richtung Heimat. In das wohlbehütete Zuhause, das geputzt wurde heute fleißig. Da ist ein gruseliges Loch. Wo ist ein gruseliges Loch? Moment. Wo ist jemand durchgebuddelt? Oh, da hat sich jemand durchgebuddelt. Nicht, dass das ein Gefängnis ist hier. Komisch.